Porky und Bess für das amerikanische Musiktheater ist eigentlich das größte Werk, die je erschaffen wurde. Von der George Gershwin dieses sind eine einmalige Werk, die unsere Oper in Amerika prägt seit Jahrzehnten. Und ich glaube, das ist das größte Stück, die Amerika je rausgemacht hat. Porgy und Bess hat ganz viele Lieder, die sehr populär geworden sind. Man glaubt, dass die 20-minütigen Ausschnitte, die man hört in Konzerten heutzutage, ist das gesamte Oper. Alle die Schlager, die wir kennen, sind eher klassische Operngesang vorgesehen in Porgy und Bess. Summertime ist kein Jazzlied. Daher, wir müssten auch mit unseren Sängern auch sagen, nein, 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 ihr müsst das von einer klassischen Richtung reingehen, weil das ist klassisch geschrieben. Die Farben, die man in einem God Plan You Have Nothing hört, das ist wirklich eine unglaubliche Mischung von Summchöre, von Gospelmusik, von eigentlich dieses Gutgefühlmusik und auch eine bisschen Südstadt-Party. Er ist einfach gut drauf. Weil er sagte, ich habe genug von nichts und nichts ist genug für mich. Daher bin ich glücklich. Das Liebesgeschichte des Hauptpaares ist eigentlich sehr eigen, weil in dieser Oper, die kommen nicht zusammen am Ende. You and me can't lead our life in. Das ist eigentlich sehr anders als in Opern. Niemand stirbt dadurch, aber Bess ist drogensüchtig, sie ist sexabhängig und eigentlich sie entscheidet sich später, wieder in dieses Welt einzusteigen, statt mit Porgy zu bleiben. Mein Lieblingssatz in dem ganzen Stück ist eine komplette Stille von dem Orchester, wo er schreit, bring mir mein Siegel. Mit einem Riesenstolz, dass er wird mit seinen armen Sachen 1000 Meilen von Charleston, South Carolina nach New York City laufen, das Beste zu holen. Er gibt die Hoffnung nie auf. Und das ist eigentlich der Lehre dieses Stücks.